So, heute ist der 18. April. Ich stehe vor dem Theatertreff des Theater Münster mit meinem durchschlagenden Beweis. Hier ist dieser Verräter Martin Schmitz und sein Kompagnon Matthias Katsch hockt da oben mit drauf mit der Regisseurin. Und ich werde jetzt erstmal eine Ansage machen. Matthias Katsch! Sie sollten sich schämen! Schämen Sie sich zu Dreck! Ein Missbrauchsopfer der Kirche so zu behandeln! Sie haben mir mein Stück geklaut! Sie und Martin Schmitz, Sie sollten sich schämen! Sie sollten sich wirklich schämen! Treten Sie aus Ihren Ämtern zurück! Kinderhäuser ist ein Plagiat vom Kinderhaus, von Mark Bellinghaus! Sie brauchen nur runtergucken und den Beweis anschauen! Sie sollten sich schämen! Sie machen Kindern Kindesmissbrauch nur Kohle! Sie haben 500.000 Euro von der Bundesregierung bekommen! Und was machen Sie damit? Sie verhöhnen Mark Bellinghaus, der Saturdays for Children gegründet hat, weil Sie eifersüchtig sind! Weil ich das Gesetz mit Herrn Reul schon geändert habe zum Schutz unserer Kinder! Sie sind ein Verräter an Missbrauchsopfern. Ich leide wegen Ihrer Scheiße. Und Sie kommen aus Münster und machen hier Ihr Theater mit einem Plagiat von meinem Stück, was ich Kostalmann angeboten habe. Sie sind ein Verbrecher, genau wie diese Karin Brees, die eine Schauspielerin ist, die noch nicht mehr ihr Alter preisgibt auf Wikipedia. Sie sollten sich schämen. Schämen Sie sich alle zu Dreck, sowas mit einem Missbrauchsopfer zu tun. Kinderhäuser ist ein Plagiat vom Kinderhaus von Mark Bellinghaus. Und das ist die Wahrheit, so wahr mir Gott helfe. Hier ist der Beweis. Sie haben mir sogar mein Bühnenbild geklaut. Sie haben mein Kunstwerk, was ich vor 3 Jahren im Ahrtal gemacht habe, haben Sie geklaut für Ihr erbärmliches Stück Kinderhäuser von Karin Brees, die gar keine Ahnung hat, die überhaupt gar keine Regisseurin ist, weil sie eine gescheiterte Schauspielerin ist. Sie bekommen alle eine Anzeige und Sie werden dafür zahlen, dass Sie ein Missbrauchsopfer der Kirchen, beider Kirchen wohlgemerkt, so verhöhnen. Könnten Sie vielleicht mal aufnehmen kurz?